Herr Gauland, ich glaube, es mich richtig zu erinnern, dass gerade in der Pressekonferenz sind Sie auf die Frage nicht eingegangen, ob es ein Gerücht gäbe, dass Frau Petry mit einigen frisch gewählten AfD-Abgeordneten eine eigene Fraktion bilden will. Halten Sie das für möglich? Das weiß ich nicht. Das wird man sehen. Mir wird gesagt, dass die Abgeordneten das nicht wollen. Aber Herr Giller, ich kann das nicht voraussehen. Also ich werde dazu nichts sagen, weil ich es nicht weiß. Ist es ein großer Verlust? Sie hat ja immerhin ein Direktmandat, eins von drei Direktmandaten für die AfD geholt, Frau Gepetri. Und im Land Niedersachsen, Entschuldigung, im Land Sachsen zum ersten Mal hat eine Partei nach Baden-Württemberg, die Grünen, dort die Position der stärksten Partei. Ist das ein großer Verlust für die AfD und ihre Durchschlagskraft? Also, es ist immer ein Verlust, wenn jemand, der auch gute Arbeit geleistet hat, geht. Das ist völlig klar. Zweitens, ich habe mich im Wahlkampf nicht sehr unterstützt gefühlt von Frau Gepetri. Frau Weidel und ich haben eine Menge Termine übernommen, die sie plötzlich abgesagt hat. Und dass man sein Spitzenteam 3 Tage vor der Wahlentscheidung in der Leipziger Volkszeitung angreift, macht die Sache noch schlechter. Von daher bin ich sehr skeptisch, dass es nun nur ein Verlust ist. Aber wir müssen auch mal eins gerade rücken. Ich bilde mir nicht ein, dass ich mein gutes Ergebnis in Brandenburg nur mir zu verdanken habe. Und das sächsische Ergebnis ist auch nicht nur Frauke Petri zu verdanken, sondern es ist der Arbeit des Spitzenteams unter Einschluss der jeweiligen Spitzenkandidaten der Länder zu verdanken. Da können Sie ja zum Beispiel auch Bayern nehmen, wo es ein sehr gutes Ergebnis für unsere Verhältnisse gab. Also Sachsen ist ein Sonderfall, schon durch die Pegida-Stärke in Dresden. Da ist die Unzufriedenheit am größten. Insofern muss man das alles relativieren. Und wir haben, Frau Weidel und ich, ein Ergebnis erzielt, von dem vor kurzem Herr Schäuble noch gesagt hat, naja, vielleicht kommen die gar nicht in den Bundestag. Und das ist nicht jetzt Frauke Petris Arbeit. Bevor sie mit großem Aplomb hier aus der Bundespressekonferenz abgezogen ist, hat sie noch gesagt, sie vermisse programmatische Inhalte in der Partei. Das müsse besser werden. Sie hat das gefordert. Dann, daraus schließt man ja eigentlich, dass es zu wenig programmatische Diskussionen in der AfD gibt. Das verstehe ich nun gar nicht, denn wir haben sowohl ein Grundsatzprogramm wie ein Wahlprogramm, an dem hat sie mitgearbeitet. Und wenn da zu wenig Programmatik in, weiß ich nicht, wie viele Seiten drin ist, dann hätte sie das ja irgendwann einmal sagen können. Das hat sie aber nie gesagt. Das höre ich heute zum ersten Mal. Stattdessen habe es statt der programmatischen Diskussion und Inhalte jede Menge abwegiger Äußerungen in der Partei gegeben. War das auf Sie gemünzt? Das weiß ich nicht, was sie für abwegige Äußerungen hält. Ich kann nur sagen, man muss sehr vorsichtig mit solchen Vorwürfen sein. Denn André Poggenburg in Sachsen-Anhalt ist zusammen mit der CDU etwas gelungen, was nun doch ihren realpolitischen Vorstellungen entspricht. Und der wird auch immer wegen angeblich abwegigen Äußerungen kritisiert. Also ich sehe nicht so recht, was wir hätten besser machen sollen. Und ich sehe nicht so recht, was anders gemacht worden wäre, wenn Frauke Petri mehr Einfluss gehabt hätte. Aber sie hat nun mal als Vorsitzende, als Nummer eins, enormen Einfluss. Ob ich den nutze oder nicht nutze, das ist ihre Sache. Sie hat gesagt, sie habe immer dafür gekämpft, in der AfD, dass möglichst bald eine Regierungsübernahme möglich ist, so bis zur nächsten Bundestagswahl in etwa. War das eine Position, mit der sie in der AfD, auf Zustimmung gestoßen ist? Das weiß ich nicht. Wir hatten eigentlich immer dasselbe Verständnis, nur auf Augenhöhe in Koalitionen zu gehen, weil kleinere Partner in der alten Bundesrepublik von der CDU immer untergebuttert worden sind. Das heißt, da waren wir uns eigentlich immer einig. Das ist auch das, was uns die uns wirklich freundschaftlich verbundene Partei FPÖ empfohlen hat. Von daher verstehe ich nicht, dass das jetzt plötzlich ein Thema ist. Ich sehe das nicht anders. Regierungsverantwortung erst, wenn wir auf Augenhöhe mit den anderen sind. Das hat sie bis jetzt auch immer vertreten. Wenn sie da heute was anderes vertritt, kann ich nichts dafür. Gehört eine Parteivorsitzende, Frau Petri, mit dem heutigen Tag der Vergangenheit an?
Das weiß ich nicht, das muss der Parteitag bestimmen. Der Parteitag tagt irgendwann Ende November, Anfang Dezember. Alexander Gauland im Phoenix-Interview. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.